Auch bei der Ableitung von dieser Funktion brauche ich die Produktregel, weil ich auch hier wieder zwei Terme habe, die miteinander multipliziert werden. Das heißt, ich habe mein u und ich habe mein v. Wenn ich also die Ableitung von g von x bilde, g' von x, wieder Produktregel, also u' mal v plus u mal v'. Das u ist 3x plus 2. Die Ableitung davon u' ist natürlich 3. V ist e hoch 2x plus 1. Abgeleitet gibt es e hoch 2x plus 1 bleibt stehen, mal Ableitung von oben 2. Also vereinfacht 2 e hoch 2x plus 1. Ich trage das Ganze nur noch ein. Ist gleich. U' ist 3 mal v e hoch 2x plus 1 plus u 3x plus 2. Muss ich in Klammer setzen, weil ich das Ganze jetzt mit v' multipliziere. Das ist 2 mal e hoch 2x plus 1. Auch hier wieder, es wäre eigentlich schon die erste Ableitung, aber ich kann es nur vereinfachen. Und zwar habe ich beide Male vor dem Plus den E-Term und nach dem Plus da hinten den gleichen E-Term. Also klammere ich diesen E-Term aus. E hoch 2x plus 1. Idiotensicher auch hier, statt jedem E-Term schreibe ich eine 1 hin. Ansonsten pinsel ich das Ganze Zeichen für Zeichen ab. Das heißt, 3 mal statt dem E-Term eine 1 plus Klammer 3x plus 2 mal 2 und statt diesem E-Term wieder eine 1. Klammer zu. Wie kann ich das Ganze vereinfachen? E hoch 2x plus 1 mal 3 mal 1 gibt 3. 2 mal 1 gibt 2, das heißt, diese hintere 1 kann ich auch wieder vernachlässigen, also multipliziere ich die Klammer aus. 3x mal 2 sind 6x, 2 mal 2 sind 4. Ich kann in der Klammer die 3 und 4 zusammenfassen und habe e hoch 2x plus 1 mal 6x plus 3 und 4 gibt 7. Ableitung erledigt.